Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spanisch über Schwangenkopf, Kampf um Bikini Bottom mit mir, dem Jan. Jetzt gehe ich in Mr. Krabs Traum. Thaddäus, das ist fantastisch. Fantastisch schrecklich, meinst du wohl? Mr. Krabs träumt von der großen Krabbe. Was für eine Überraschung. Ich kann der Arbeit einfach nicht entkommen. Uah, Mittagsansturm. Ich schnapp mir besser meinen Hut und... Vergiss den Hut, schnapp dir den Pfannenwender und bring uns hier raus. Wie ein glänzend goldener Zahnstocher, der im Brötchen eines... Dafür haben wir keine Zeit. Wait! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Rasenblätter voraus. Zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Und jetzt? Dreifache Schrecken! Genau meine Größe! Ist ein Helikopter drüber geflogen und hat erstmal alles vibriert hier. Nimm das. Boah, ey. Dreifache Strecken. Meine Fresse, ey. Ouch.
Meine Fresse, ey. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Gib mir zu, Mann, dann ging die machen. Wenn ich ein Schwamm bin, werde ich Bikini Bottom nicht im Stich lassen. Rosenblätter voraus. Nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... Autsch! Boah, dieses Feuer nervt sowas von. Man schlägt, aber im gleichen Moment sind die Feuer und dann zählt mein Schlag nicht mehr. Geht mir das gerade auf den Sack. Ach, leck mich doch. Ich bin bereit. Autsch. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Alle Neune! Hey, wieso spawnen denn wieder? Klar, jetzt bleib ich da an dieser scheiß Tomate hängen.
der Schwamm. Über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach sicher dreifacher Schrecken. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Alle Neune! Straßenglätte voraus! Alter, ey. Endlich, jetzt können wir abhauen. Aber zuerst brauche ich meinen Lohn. Mr. Krabs! Entschuldigung, Mr. Krabs? Viertausend sollte reichen, oder? Ouch! Neunhundertachtundneunzig, 999, 1000. Bereit oder nicht, ich komme! Da bewegt sich der weg, ey. Mm-hmm.
Autsch! Nee, ich habe keine Ahnung, wie ich springen muss. So. Patrick, du hast einen goldenen Pfannenwender. Gib ihn her. Nicht so schnell, SpongeBob. Erst musst du meine Prüfung bestehen, bevor du diesen goldenen Pfannenwender bekommst. In Ordnung, Sir. Herausforderung angenommen. Also gut. Deine Herausforderung ist es, den goldenen Pfannenwender zu finden. Da ist er. Du hast es geschafft. Und hier ist deine Belohnung. Wow. Ich fordere dich heraus. Du musst... Patrick, ich... Ja? Ich hab doch schon bestanden. Hast du das? Dann ist hier deine Bel... Du hast sie mir schon ge... Hab ich das? Dann fordere ich dich... So, dann wieder raus. Der stand doch eh noch nicht da, oder? Straßenblätter voraus! Autsch! Jaut! Meine Fresse, ey, geht mir der auf den Sack, ey. Da ist halt noch fucking Pfannenwender. Ich habe keine Chance, bei dem vorbeizukommen. Ach, leck mich doch.
Deep Forest 60. Von da kam ich. Ja. Stimmt, ich wollte ja in die Korps der Krabbe eigentlich rein. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Geschenke öffnen ist klasse. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.